Einen wunderschönen guten Morgen. Ich richte mein Mikrofon etwas um und dann befinden wir uns plötzlich hier. Und ich erinnere mich sogar, wo wir hier sind. Und es ärgert mich ein wenig, dass das Spiel schon wieder nicht gestartet hat. Wir machen den Parcours von letztem Mal nochmal. Ich muss mich nur jetzt noch wieder daran erinnern, weil das hier jetzt gerade nicht aus einer neuen... Also das ist jetzt eine neue Aufnahme-Session, wie man so schön sagt. Das Problem daran... Ist halt doof, ne? Ich glaube, wir haben den hier draufgelegt. Sind dann, glaube ich, hier rübergegangen. Haben uns nun unseren Doppelgänger geschnappt. Sind hier rübergegangen. Sind hier runtergesprungen. Und haben das Ding wieder zurückgekickt, ne? Und zwar jetzt. So, und hier sind wir jetzt hier hingegangen. Nein, zurück. Das haben wir jetzt durchfahren lassen. Haben uns jetzt hier draufgestellt, haben den Würfel mitgesnackt und sind wieder zurückgegangen. Genau, so. Jetzt fährt das Teil wieder zurück. Wir können hier wieder rüber gehen. Seht ihr, Freunde, da war alles gar nicht so kompliziert. Warum haben wir da in der letzten Folge so lange für gebraucht? Ha. Nach 1 Minute 20 haben wir schon das erste Rätsel gelöst. Es könnte daran liegen, dass wir es schon mal gelöst haben. Aber das wollen wir so nicht sagen. Wir hüpfen jedenfalls hier hoch und stellen fest, dass wir direkt vor den nächsten Rätseln stehen. Jetzt wurde auch mal gespeichert. Herzlichen Dank auch. Zumindest muss ich beim nächsten Mal nicht ganz wieder von da hinten starten. Hier haben wir etwas, das hoch und runter fährt. Und ich weiß auch natürlich, was das macht. Nämlich, wenn das hier draufsteht, dann können die Scheiben durch. Und wenn das nicht draufsteht, dann eben nicht. Ja, also, kann das eben nicht funktionieren. Genau. Und ich würde aber sagen, wir machen einfach Folgendes. Wir stellen das da drauf. Wir lassen den hier rüberfahren und stellen es da drauf. So. Genau. Und das hat den Vorteil, dass wir jetzt uns die zweite Scheibe nehmen können, hier hinlegen und da rüber gehen. Und dann können wir hier rüber hüpfen und kommen an den nächsten Parcours. Das heißt, das Teil da ist jetzt wohl vorbei. Genau, denn sonst wäre das ja gar nicht, sonst wären ja wahrscheinlich keine zwei neuen Unterlegscheiben. Ach, das sind natürlich keine Unterlegscheiben, das weiß ich ja selbst. Wir haben zwei Teile. Der eine fährt aber weiter unten durch, oder? Ne, die fahren beide. Okay, also wenn wir hier mal eine Dings drauflegen. Ich habe eine Befürchtung, was wir machen sollen. Boah, ist das fies. Okay, ich weiß, was wir machen sollen, glaube ich. Wir sollen uns den hier da drauflegen. Jetzt fahren die beide simultan, aber zunächst müssen wir auf der Plattform stehen. Dann gehen wir jetzt rüber, gehen auf die Plattform. Dann gehen wir jetzt wieder auf die andere und können dann da links auf das Teil gehen. So, und das ist natürlich ein Ding, ne? Wir machen nämlich Folgendes. Wir lassen die zurückfahren. Stellen uns jetzt da drauf. Und lassen das einfach mal durchfahren. So viel Zeit haben wir sowieso nicht. Ach, da hinten ist die Pyramide. Das ist ja witzig. So, jetzt stellen wir uns noch nicht hier drauf, sondern jetzt. Na, jetzt stellen wir uns hier drauf. Und jetzt stellen wir uns hier drauf. Und das hat nicht gereicht. Das ist natürlich eigenartig. Dann dürfen wir entweder nicht so viel Zeit verlieren oder müssen den Würfel da drauf stellen. Das kann natürlich sein. Och, das kann... Oh, nee. Das wäre aber blöd, ehrlich gesagt. Das finde ich, ehrlich gesagt, gar nicht so cool. Wir probieren es aus. Wir sind ja gerade schon mal gestorben. Das heißt, schlimmer kann es ja gar nicht werden. So, machen den. Und so. Und so. Und stellen uns hier drauf und warten, dass unser Doppelgänger den Würfel darauf stellt und wir losfahren. Dann gehen wir nun hinüber. Gehen nun hinüber. Müssen jetzt unseren Doppelgänger werfen. Und das da machen. Boah,
ist das fies, ey. Genau. Wir stehen wieder hier drauf, müssen rüber. Genau. Damit aber die Platte eben nicht runterfällt, mussten wir das gerade machen. Jetzt machen wir den gleichen Trick, glaube ich. Ne, was machen wir? Was machen wir? Oh, wir müssen den gleichen Trick auf beiden Seiten machen, glaube ich. Moment, inwiefern? Wie soll das funktionieren? Ne, das verstehe ich ehrlich gesagt gerade nicht. Das kapiere ich noch nicht. Nee, das funktioniert nicht. Hallo? Das ergibt tatsächlich für mich noch keinen Sinn. Ja, okay. Also wir werden uns jetzt... Okay, wir sterben einfach mal. Wir sterben einfach mal. Warum auch nicht? Ich habe ja Zeit, ne? Das ist problematisch. Okay, also wir haben da zwei Teile. So. Aber dafür bräuchten wir doch dann glatt den Würfel, oder? Das Problem ist, also ich glaube, dass unser... Ich glaube, dass unsere bisherige Herangehensweise gar nicht so verkehrt ist. Wurde gerade was in meinen... Nö. 5 ist, glaube ich, normal. Oh, das ist ein bisschen viel. Okay, also ich glaube, dass der Würfel da schon hingehört. Nur das jetzt am Ende, das ist natürlich... Ach, ich weiß. Ah, wir müssen uns mit unserem normalen Ich da drüber stellen. Jetzt, klar. Hm, okay, das gibt's denn. Ja, jetzt. Gut, dann starten wir wieder. Machen wieder so. Stellen den Würfel. Das ist eins der coolsten Puzzles über... Das muss ich mal ganz kurz sagen, ne? Das ist mega geil. Also... Das muss man wirklich sagen. Das ist eine ziemlich schnieke Sache. So. Bling. So, jetzt können wir nicht rüber. Jetzt gehen wir hier rüber. Und jetzt gehen wir hier rüber. Und machen das gleiche Prozedere. Springen also. Mit unserem Doppelgänger rüber. Und bewegen das nach oben. So. Genau. Das passt von der Zeit her. Dann stehen wir hier drauf. Gehen rüber. Die Scheibe fällt nicht ab. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen mit unserem Doppelgänger hier rüber. Wir müssen uns aber beeilen, tatsächlich. Das verwundert wahrscheinlich die wenigsten. Und stellen uns hier drauf. Wobei wir dann mit unserem normalen Ich gleich da hinten rüber gehen. Genau. Wir lassen einfach durchlaufen. Jetzt gehen wir hier rüber. Gehen hier rüber. Und stellen uns hier drauf. Wir müssen jetzt hinterherlaufen und uns hier drauf stellen. Wir müssen uns jetzt wieder rüberstellen. Jetzt wieder rüber und dann haben wir es geschafft. Ich glaube, dann haben wir es... Boah, hoi, hoi, hoi. Eieiei, Karamba, ey. So, und jetzt kommt natürlich ein Pille-Palla-Rätsel zum Ende. Eigentlich, wir müssen einfach rübergehen und uns hier drauf stellen. Und dann sind wir bei der letzten Pyramide. Boah, bei der Pyramide von der Schlange. Und das, puh, das war natürlich gar keine so einfache Sache. Aber dieses letzte Rätsel war aber die absolute Krönung. Die absolute, also das war, oh, schön. Muss ich mal sagen, war ein schönes Rätsel. So, diese letzte Pyramide hat natürlich wie immer einen Teleporter. Kann man da nicht drauf? Ne, kann man nicht. Na, ja. Ich glaube, hier gibt es nichts Besonderes zu erkunden, außer dass die auch im Tageslicht steht, wie sie alle. Nein, die muss ja so stehen, damit der Strahl nach oben in die Decke gehen kann. Also in die Decke, in den Himmel. Das ist ein Auerglas. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die Pyramide hinein, machen wahrscheinlich genau das gleiche wie sonst auch immer. Richtig, drehen einmal um, was umgedreht gehört. Und die Pyramide fängt an zu leuchten. Wie jedes Mal. Der Strahl geht in den Himmel. So. Mensch, was sind wir wieder produktiv. Das Problem ist, dass da natürlich jetzt ja, Finale Furioso auf uns wartet. Uiuiui, mit Treppe sogar. Das ist natürlich spektakulär. Hier wurde nicht gescheut, auch Sandstein zu verwenden, auch wenn der teuer ist.
für unsere letzte Ruhestätte. Ich hoffe, das wird nicht unsere letzte Ruhestätte. Aber ach du meine Güte. Holla die Waldfee. Wo sind wir hin? Tut sich da gerade was oder? Okay, ich muss wirklich wahrscheinlich noch weiter reingehen, aber können wir mal ganz kurz davon reden, wie schön das hier aussieht. Ich gehe einfach weiter. Ah, es hat funktioniert. Ach, ein Tier kommt und dann wieder zurück. Und das ist, warum? Warum ist das jetzt so? Okay, es fängt plötzlich an zu regnen und zu gewittern. Es gibt auch hier wahrscheinlich wieder Teleportationsscheiben. Es gibt wieder 4 bzw. 5 Kristalle. Der 5. kommt natürlich hier rein, das wissen wir ja. Wie könnte man das nicht wissen? Es ist einfach Gewitter. Hä? Und der Boden glänzt. Das wollten die wahrscheinlich mal ganz kurz ihr Raytracing pseudomäßig testen. Oder kann ja kein Raytracing sein, weil meine Grafikkarte das nicht kann. Ach du meine Güte. What the heck? Was ist denn hier los? Man kann nicht weit gucken. Das ist wahrscheinlich ja so gedacht. Oh mein Gott, ist das riesig. Da ist so ein riesiger Fels. Vielleicht klimmt man den noch. Alles klar. Wo kommt man hier hin? Man kommt rüber, okay. Ach, und ich verstehe. Ja, okay, man muss wahrscheinlich dieses Ding hier darüber fahren, auf das andere fallen. Boah, sieht das gewaltig aus. Also ich dachte ja immer, Auerglas wäre schön, wunderschön, aber das ist bildgewaltig. Also, das muss man echt... Das muss man mal sagen. Boah, ist flott. Jetzt müssen wir nur noch da draufstehen. Das wird wahrscheinlich nicht die Lösung sein, dass man sich da einfach draufstellt. Wahrscheinlich ist diese Barriere nämlich gerade so hoch, dass wir da gar nicht durchpassen. Boah, wie das aussieht, ey. Hui, 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 hula. Das ist spektakulär. Das ist, also... Puh, damit hatte ich nicht gerechnet. Tatsächlich reicht die Zeit nicht, wie man gesehen hat. Das ist also, diese Barriere ist also wahrscheinlich nicht das Problem. Obwohl, vielleicht auch. Okay, wir haben es nicht herausgefunden. Ich wollte es auch eigentlich dann gar nicht mehr herausfinden. Oh Mann, ey. Gott, oh Gott. Ja, das ist, wie gesagt, ich erwähnte schon, dass es groß hier ist. Alleine da reinzukommen, wahrscheinlich nur um den Code für das Boot zu finden. Eins der drei Boote oder so. Hier ist einfach eine Brücke eingestürzt. Ja, es wird wahrscheinlich trotzdem möglich sein, ne? Mit Teleportationsscheiben zum Beispiel. Okay, es ist einfach noch düsterer, als es sowieso schon war. Okay, hier kann man offenbar in den Berg rein. Ja, offenbar. Und dann kann man doch bestimmt von da oben wieder runterspringen. Ich mach das jetzt. Ich gehe mal flott hinterher. Ach du meine Güte. Man kann nicht wieder runter. Man kann darauf ja raus, wenn man denn drin raus darf. Hier komme ich wieder hoch. Mit so einem Parcours hier oder was? Oder ist das nur zu noch was Neuem? Nee, das sieht so aus, als... Was ist denn jetzt los? So, wir gehen einfach langsam an dem Steg entlang. Ich dachte, es kommt jetzt so eine richtige... Oh. Wir haben den Vater gefunden. What are you doing here? I never thought that anyone was looking. I'm
so happy to see you. The bridge collapsed when I passed it, and since then I'm trapped on this part of the island. Maybe you can find a way to get back. The storm is getting heavier. I will take shelter in that little cave over there. Let me know when you find a way. Er lebt und wir haben ihn gefunden. Arthur. Oh mein Gott. Es gibt eine neue Platte. Was ist passiert mit dem Lager der Kristalle? Ach, die drei Siegel. Das Tor. Dieses Tor kennen wir doch. Aus der... Ja genau, da sieht man, dass es nicht ganz funktioniert. Ach du meine Güte. Okay, und da fehlt natürlich was. Das ganze Ding hier ist ein bisschen eingebrochen. Ach du meine Güte, okay. Das ist aber irreversibel, was ich jetzt gemacht habe. Das ist natürlich tragisch. Das ärgert mich auch immer so ein bisschen. Aber wir haben unseren Vater. Vater. Mit Schwung, muss man das sagen. Nee, guck mal, man könnte wieder zurück. Ja, das Problem ist, man kann halt nicht komplett wieder zurück, ne? Oh man. Okay. Das sieht sehr spektakulär aus hier. Der fährt aber weiter. Jetzt geht das. Jetzt ist hier noch was los. Aber das heißt ja, dass der jetzt auch früher wieder zurückkommt, ne? Das heißt, es wird. Oh, man kann zoomen? Man kann zoomen? Seit wann kann man denn zoomen? Och, warum sagt mir das denn keiner? Ich will doch die ganze Zeit schon zoomen. Wer bist du? Du bist schon wieder so ein komischer Vogel, ne? Freunde, da hinten ist noch ein Kristall. Oh, okay. Also das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu klaustrophobisch. Da ist noch irgendeine Platte. Was geht hier ab? Also ich wage ja kaum zu fragen, aber... Wir gehen einmal hier hoch. Gucken, was passiert. Aber... Okay, hier gibt es noch zwei Druckplatten. Die eine Druckplatte hebt das auf. Die andere Druckplatte hebt das auf. Ja. Gut, ne? Da ist er, der Arthur. Das ist echt unglaublich. Das ist unglaublich bildgewaltig. Freunde, es war mir eine große Ehre. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn wir in diesem Wahnsinn eventuell etwas Ordnung schaffen werden. Und vielleicht einen Kristall bekommen. Ab jetzt ist wahrscheinlich jeder Kristall eine Folge. Und ja, ich habe auch gar keine Ahnung, bei welcher Folge wir jetzt gerade sind. Aber völlig egal, macht's gut, bis nächstes Mal. Und ciao.